Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie sich nicht zurückziehen soll. Ich meine, wir wissen ja beide, dass Rebecca in diesen Angelegenheiten manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Warte mal, hab ich das richtig verstanden? Du willst diese Juliette und Rebecca verkuppeln? Ja, warum nicht? Rebecca ist eine ziemlich gute Freundin. Und wenn ihr das alles zu schnell zu eng wird, ich will den beiden doch nur helfen. Du meinst, das ist der einzige Grund, warum du dich da einmischen willst? Ich mische mich überhaupt nicht ein. Und du glaubst, dass wenn Rebecca und Juliette ein richtiges Paar sind, dass deine Gefühle ganz plötzlich verschwunden sind? Ich habe überhaupt keine Gefühle für sie. Doch. Und dann, wenn Rebecca vergeben ist, ist sie für dich tabu und raus aus deiner Fantasie. Das ist völliger Schwachsinn. Au. Du musst ja nicht gleich so angegriffen fühlen. Ich will einfach nur, dass Rebecca glücklich ist. Ich meine, ist das wirklich so schwer zu verstehen? Nein. Und das wird bestimmt funktionieren. Es ist ja gerade so, als hätte ich einen Plan. Hab ich aber nicht. Nein. Ich hoffe nur, dass er aufgeht. Was willst du? Ich muss arbeiten. So ein Quatsch. Oder ist es neuerdings Arbeit, sich Klatschmagazine reinzuziehen? Sag mal, was ist denn mit dir los, verdammt? Falsche Frage. Die richtige Frage lautet, was ist los mit dir? Wieso? Was ist denn deiner Meinung nach los mit mir? Du suchst nach lächerlichen Vorwänden, mich loszuwerden, weil du glaubst, ich würde dir die Luft zum Atmen nehmen, was totaler Schwachsinn ist. Ich bin nicht so ein Klammeraffe. Aber vielleicht eine Klette? Nenn's wie du willst, ist mir egal. Also. Alles, was ich will, ist eine schöne Zeit mit dir haben. Dich küssen. Morgens zusammen mit dir aufwachen. Und vielleicht, ganz vielleicht, findest du es ja auch gut, wenn es nicht nur ein oder zwei, sondern 100 oder 1000 Tage und Nächte dauert. Wer nichts riskiert, kann nichts gewinnen. Geht das in dein süßes Köpfchen rein? Ich wusste ja gar nicht, dass du so ein Macho bist. Es gibt einiges, was du von mir noch nicht weißt. Mhm. Und? Angst gehabt? Kein bisschen. Du, ich muss dir noch was beichten. Du bist eine Außerirdische und kommst von der Venus. Nein. Als ich bei LCL aufgetaucht bin. Das war kein Zufall. Sondern? Ich habe meine Agentur regelrecht gezwungen, meine Mappe an euch zu schicken. Und ich hatte bei der Auswahl der Models ein Wörtchen mitzureden. Als ich dein Foto gesehen habe, da war mir klar, dass ich dich wiedersehen will. Mal wegen des Frühstücks heute, vergiss es. Nein, hör zu, ich war so nervös wegen deiner Familie. Ich wollte total locker rüberkommen. Das ist irgendwie total nach hinten losgegangen. Tut mir leid. Ich war auch ziemlich ungerecht. Ich weiß. Danke. Wofür? Dass du nicht aufgegeben hast, als ich dich auf den Mond schießen wollte. Du glaub mir, das hatte ich vor, wenn Marlene nicht gewesen wäre. Marlene? Ja. Sie hat mir klar gemacht, dass es sich lohnt, für dich zu kämpfen. Weil du eine tolle Frau bist. Das heißt, Marlene hat dich zu mir geschickt? Irgendwie schon. Wolltest du zu mir? Allerdings. Und ich glaube, du weißt auch ganz genau, warum.
Hör zu, normalerweise ist es nicht meine Art, mich in sowas einzumischen. Sag mal, was willst du eigentlich? Du hast doch deine eigene Beziehung, in der du anscheinend so glücklich bist. Langweilst du dich jetzt? Falls du irgendwie ein schlechtes Gewissen mir gegenüber hast, da kann ich gerne drauf verzichten. Nein, das hab ich nicht. Sondern? Du hast recht. Ich hätte mich wirklich nicht einmischen sollen, aber ich habe Juliette nur gesagt, dass du eine wunderbare Frau bist. Eigentlich sollte ich dir ja dankbar sein. Ich meine, ich mag Juliette. Und wahrscheinlich wäre sie abgehauen, wenn du dich nicht eingemischt hättest. Und du hast recht. Womit? Ja, ich habe Schwierigkeiten, mich jemand anderen zu öffnen. Weil du mir immer noch im Kopf rumspukst. Ja, ich sollte das überwinden und ja, Juliette ist genau die Richtige dafür. Deshalb hast du recht, ich werde ihr noch eine Chance geben und alles versuchen, mit ihr glücklich zu werden. Du hattest recht. Das höre ich doch sehr gerne. Aber womit jetzt nochmal? Damit, dass ich einen Plan hatte. Sogar einen ziemlich behämmerten Plan. Weißt du, ich dachte doch tatsächlich, wenn Rebecca und Juliette zusammenkommen, dass dieser ganze Spuk endlich ein Ende hat, so exorzismusmäßig. Verstehst du? Hat nur leider nicht geklappt. Ach, hat Juliette Rebecca abblitzen lassen, oder wie? Nein, ganz im Gegenteil. Aber war das nicht genau das, was du wolltest? Aber es funktioniert nicht, verstehst du? Für mich funktioniert es nicht. Ich habe mir von hinten sozusagen selbst ins Knie geschossen oder ins Herz, wie auch immer du willst. Jetzt noch mal ganz in Ruhe für mich, im Klartext. Was ist los? Ja, ich denke an Rebecca. Nicht nur einmal, sondern sogar ziemlich oft. Und ja, ich bin eifersüchtig. Und ja, ich habe das Gefühl, Tristan im Kopf zu betrügen. Verdammt doch mal. Was soll ich denn jetzt so machen? Oh Mann, ey. Ja. Oh Mann, ey.